Und einen schönen guten Morgen, wobei der Morgen noch nicht so richtig in Fahrt kommen will, vor allen Dingen, wenn wir darauf schauen, was gestern in den USA passiert ist. Die 30 Dow-Werte haben sich doch wieder in den grünen Bereich über die Ziellinie retten können. Ansonsten war eher Tristesse angesagt. S&P 500, naja, 0,4%, aber im Nasdaq ist es wieder zur Sache gegangen. Die Sache ist natürlich relativ. Ich meine, der Nasdaq hat in den vergangenen Wochen einen hoch nach dem anderen gemacht und jetzt zweite Tag in Folge mit jetzt doch etwas deutlicheren Verlusten. Es hat vor allen Dingen wieder Social Networks getroffen. Asien heute Morgen überwiegend schwächer. Sie sehen es, der Hang Seng 0,5 im Minus, Nikkei 0,8 im Minus. Weiterhin Handelsstreitigkeiten, das ewig alte Thema. So, kommen wir zum Bitcoin. Auch da das gleiche Thema wie gestern. Der Absturz, den wir gesehen hatten, dass sich Goldman offensichtlich doch jetzt nicht so bei Kryptowährungen letztendlich engagieren will, wie man das erhofft hatte, sind jetzt ein paar Treffer, die Kryptowährung zu verkraften hatte. Das waren die abgelehnten ETFs seitens des SEC. Und wie gesagt, dann jetzt das mit Goldman Sachs. Drückt auf die Stimmung, ist jetzt nicht mehr viel passiert, 6.500 stehen wir momentan. Wie gesagt, wäre natürlich schöner gewesen, wir wären jetzt durchgelaufen ins Richtung viertes Quartal, dass wir dann hier noch ein bisschen was hätten an Schwung mit reinnehmen können, denn auch das vierte Quartal war ja im letzten Jahr das, wo wir die stärksten Kursgewinne hatten, aber jetzt erstmal wieder ausgebremst. Facebook gestern wieder 3%, so, und jetzt ist das passiert, was wir schon befürchtet hatten, nämlich wir sind unter dieses Verlaufstief gegangen, das heißt, was soll man sagen? Ja, damit rückt die 160 und dann dieses Tief, das war das erste Tief nach dem Datenskandal, in den Fokus der Anleger. Gehen wir da drunter, könnte es richtig rappeln. Zunächst einmal, das wird wahrscheinlich nicht in einem ersten Anlauf passieren. Könnte eher sein, dass wir uns da etwas moderat hinarbeiten und dass wir uns dafür auch ein paar Tage Zeit nehmen. Aber es sieht vom Chart her wirklich nicht gut aus. Twitter mittlerweile das gleiche, gestern wieder 6% nochmal auf die Mütze gekriegt. Unter die 200-Tage-Linie gefallen, technisches Verkaufssignal. Wir sehen auch hier das Tief mittlerweile erreicht, wobei Twitter natürlich die erste Reaktion auf die Quartalszahlen war ja so heftig ausgefallen, dass wir im Tagesverlauf noch tiefere Niveaus gesehen hatten. Also da ist sogar noch ein bisschen Platz, aber viel nicht mehr. Und es sieht momentan danach aus, als wenn die Bären das Ruder hier übernehmen, zumindest bei Facebook und auch bei Twitter, und jetzt mal richtig Druck aufbauen. Und wenn der Kessel platzt, wie gesagt, dann haben sie sehr schnell ein sehr negatives Szenario mit Kursen, die noch deutlich darunter liegen, aber bei beiden waren wir eigentlich relativ schnell auch auf der richtigen Seite. Amazon, ja gut, jetzt sind wir unter die 2.000-Dollar-Marke gefallen. Ich sage da nur, was soll's, ja, das ist ein kleiner Haken in der Aufwärtsbewegung. Noch nicht einmal der Aufwärtstrend ist mittlerweile ist hier schon gebrochen worden. Das Problem momentan, wenn Amazon negativ ist, also wenn Amazon die Aktie ins Minus rutscht, dann geht praktisch der komplette Sektor mit. Das hat mit der Gewichtung zu tun, aber auch natürlich, weil jeder schaut, was macht momentan Amazon. Und wenn die kippt oder wenn Apple schwächer tendiert, dann kann sich der gesamte Tech-Sektor dem eigentlich nicht entziehen. Der DAX mit den Vorgaben, naja, es ist davon auszugehen, dass wir da weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört hatten, das heißt der Kampf um die 12.000er Marke verloren und dann vielleicht das nächste Tief 11.700, irgendwo in dem Bereich 11.726,60, da steht es ja, ist das Verlaufstief, das es hier im Auge zu behalten gilt. Morphosis heute Morgen, Bärenberg stuft die Aktie ab, hat lustigerweise das Kursziel erhöht. Da sehen wir jetzt einen Test der 200-Tage-Linie, sehr interessant, aber ist klar, ne, wenn Risiko rausgenommen wird, und das ist das, was wir ja momentan sehen, dass Risiko rausgenommen wird, es ist September, es ist unsicher, es gibt Handelsstreitigkeiten etc. pp., dann gehen Biotech-Werte, dann gehen kleinere Tech-Werte, die sind die ersten letztendlich, die aus den Depots rausfliegen, und dann spielt es auch keine große Rolle mehr, ob die sich hervorragend entwickelt hatten oder sonst etwas, dann nehmen ganz einfach die Anleger hier ihre Gewinne mit. Das gleiche
Ich wollte gerade sagen, das Gleiche gilt für Evotec. Nein, das tut es nicht. Auch hier hat sich Berenberg eher zurückhaltend jetzt geäußert. Ganz klar, die Aktie hat sich massiv von 15, es war sogar drunter von 13 auf mittlerweile 22 nach oben bewegt innerhalb ganz kurzer Zeit. Ich hatte gestern noch gesagt, gibt ja die Kooperation, die Evotec noch bekannt gegeben hat, Indexaufnahme etc. pp. Aber hier ist jetzt einfach so ein bisschen die Luft raus und auch da könnten die Anleger langsam für sich für Gewinnmitnahmen erwärmen. Wirecard habe ich nur deshalb dabei, klar, DAX-Aufstieg ist jetzt alles klar. Wäre vielleicht sinnvoll, eine Wirecard jetzt mal eher negativ zu sehen. Kurzfristig hat nichts mit der Aktie zu tun, sondern ganz einfach nur mit der Technik. Sehr stark gelaufen, dass man jetzt sind die Nachrichten, jetzt sind die Fakten auf dem Tisch. Also Wirecard Short und genau das Gleiche bei der Commerzbank, nur andersrum, nämlich Commerzbank Long. Und mal schauen, was bei diesem Alpha Trade dann letztendlich rauskommt. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt komme ich nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Schönen guten Morgen. Sieht nicht gut aus. Nee, das hast du ja gerade schon so ein bisschen skizziert. Sieht nicht gut aus. Immerhin für den Start dürfte der DAX erstmal auf der Stelle treten. Ist aber auch eben nicht wirklich ein Wunder, weil die Vorgabenseite, die gibt nicht so wahnsinnig viel her. Ich meine, dass wir gestern unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 gerutscht sind und da auch aus dem Handel gegangen sind, das sieht natürlich schon mal einfach nicht gut aus. Und man hat den Eindruck, dass im Moment einfach einmal die Argumente da sind, eher aus dem Markt rauszugehen. Also sprich, Risikoscheu bei den Anlegern wächst eher. Also du hast ja schon gesagt, Thema Handelsstreitigkeiten, Währungsturbulenzen in den Schwellenländern. Es ist einfach vieles politisches, wirtschaftliches und wirtschaftspolitisches, was da gerade noch sehr unklar ist. Und wir wissen ja alle, Unklarheit schätzt man an der Börse so gar nicht. Da ist natürlich die Frage, wird jetzt tatsächlich Donald Trump die nächste Stufe erklimmen im Streit mit China, also sprich neue Strafzölle. Jetzt gab es heute Morgen dann auch noch Medienberichte, wonach er auch erwägen könnte, auch mal über die Handelsbeziehungen mit Japan so ein bisschen genauer nachzudenken, die unter die Lupe zu nehmen. Kam jetzt natürlich erwartungsgemäß beim Nikkei auch nicht so richtig gut an. Generell an den asiatischen Börsen auch viel rot unterwegs, also beim Nikkei, beim Hang Seng, der Shanghai Composite so ein bisschen unentschlossen. Ja, und gemischt ist auch von den US-Börsen. Dementsprechend sieht es im Moment danach aus, dass wir sagen, okay, für den Start beim DAX erstmal Füße stillhalten und dann warten auf die US-Jobdaten und wie sich da zum Beispiel das Thema Handelsstreitigkeiten vielleicht auch schon eben am Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht hat. Das dürfte die große Frage sein, die wir uns hier am Markt alle stellen. Müssen wir aber noch ein bisschen warten bis 14.30 Uhr. Naja, ich kann die Spannung kaum ertragen, um ganz ehrlich zu sein. Dir vielen Dank für den Überblick. Wir sehen uns am Montag dann wieder. Tschüss. Ja, danke Regie auch für den schnellen Ausblender. Also, wir sehen uns wieder. 14.40 Uhr mit der Indikation von der Wall Street kann ja eigentlich nur besser werden, zumindest was den Technologiesektor betrifft. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.